In Deutschland gibt es ein besonderes Verantwortungsgefühl gegenüber des Konflikts, nicht gegenüber Israel. Man sagt natürlich immer, aber es geht um dieses Konflikt. Wir sind verantwortlich für das Konflikt. Wir sind verantwortlich, dass es Israel gibt. Israels Staatsräson. Warum? Weil der Holocaust passiert ist. Aber auch, wir sind verantwortlich für die Palästinenser, weil die ganze Misere der Palästinenser ist ja nur aufgrund von Israel entstanden. Deshalb, wir sind ja auch verantwortlich. Und in Deutschland gibt es immer diesen Bezug gleichzeitig. Es wird erzählt, dass es nur um Israel geht. Aber es geht für die Deutschen immer auch um die Frage der Palästinenser. Und diese Verantwortung gegenüber beide, diese Bevölkerungsanteilen in diese Region, wird so verlagert, indem man sagt, naja, das ist nicht unser Problem. Das ist ein Problem zwischen den Juden und den Muslimen. Der Satz, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, war nie eine Lehrformel. Und er darf auch keine werden. Er sagt, dass die Sicherheit Israels für uns als Staat notwendig ist. Dieses besondere Verhältnis zu Israel rührt aus unserer historischen Verantwortung. Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden. Und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Das ist ein historisches Fundament dieser Republik. Ich sehe in den sozialen Medien regelmäßig, wie Juden, die sich an Demos beteiligen, die für den Frieden sind, die für die Rechte der Palästinenser sind, die für ein Ende des Kriegs sind, von Polizei brutal verhaftet werden. Mit Kippa, mit Davidstern. Als ich kürzlich in der Türkei war, wurde mir vorgehalten, dass in Deutschland pro-palästinensische Demonstrationen verboten seien. Und dass Deutschland seine humanitären Ansprüche auch auf die Menschen in Gaza übertragen müsse. Ich machte klar, dass bei uns Kritik an Israel natürlich erlaubt ist. Und dass es eben nicht verboten ist, für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser und auch ihr Recht auf einen eigenen Staat einzutreten. Aber der Aufruf zur Gewalt gegen Juden oder das Feiern der Gewalt gegen Juden, die sind verboten. Und zwar zu Recht. Den Frieden, den Sie wollen, der wird in Deutschland aktiv verhindert. Institutionen, Friedensveranstaltungen abgesagt waren. Eine Reise der Combatants für Peace in Deutschland ist von der deutsch-israelischen Gesellschaft abgesagt worden. Das sind Friedensakteure, denen Bühnen verboten werden, weil die Erinnerungskultur damit ein Problem hat. Herr Wolfson, bitte bleiben Sie hier, bitte. Bitte tun Sie mir den Gefallen. Wer die Hoffnung auf Frieden in der Region nicht aufgegeben hat, wer am Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat und eine wirkliche Perspektive festhält, und das tun wir, der muss jetzt in diesen Wochen der Bewährung differenzieren. Und zur Differenzierung gehört, dass die Mordtaten der Hamas Frieden verhindern wollen. Die Hamas will nicht die Aussöhnung mit Israel, sondern die Auslöschung von Israel. Und deshalb gilt unverrückbar. Das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das.